Moin Leute, heute nehme ich euch mal wieder mit nach draußen. Ja, gleich treffen wir uns mit dem Dietmar und dann geht's in den Wald. Hier ist wieder das Dream Team. Haben uns gefunden am Parkplatz und jetzt geht's hier mitten durch die Natur. Also bis später. Ich dachte, du läufst da mal vorbei. So YouTube-mäßig. Komm, geh mal richtig in Position, genau. Ja. Wie so ein richtiger Wandersmann. Ja. Alles klar. Nochmal winken hier, jetzt kannst du. Ja, perfekt, perfekt. Wir erklimmen hier Berge. Berge, wir sind hier alpin unterwegs. Auf jeden Fall. Ich bin nicht mehr gewohnt, Dietmar. Da müssen wir durch den Steinbruch durch. Nee, Steinbruch ist tabu, ist Naturschutzgebiet. Ja, und wir wissen ja, seit Sebastian, Naturschutzgebiete wollen wir noch nicht mal durchqueren. Die werden einfach gemieden, die Tiere sollen ihre Ruhe haben. Ist so. Haltet euch dran. Kein Feuer, nicht schlafen. Wir haben noch nicht mal einen Feuerstahl dabei. Nee, diesmal haben wir noch nicht mal Feuer dabei. Null Feuer. Null Feuer-Challenge machen wir. Kalte Küche. Kalte Küche. Kalte Katze. Nee, wie heißt das? Feuchte Muschi, ne? Kalter Hund. Kalter Hund, genau, das war's. Genau, kalter Hund. Fettige Schokolade drin. So, da sieht man mal ein ganz frisches neues Schild. Danke, Patrick. Ich danke dir, dass du eine so gute Berichterstattung auf Facebook gemacht hast in der Gruppe. Vielen lieben Dank. Ja, das kennt ihr schon. Mitten in der Eifel hier. Ach, ich hatte es ja auch schon öfter mal gezeigt. Vor einigen Jahren ist hier ein Lagerfeuer eskaliert von ein paar Outdoor-Leuten. Oder von Jugendlichen hier aus dem Dorf. Man weiß es nicht genau. Es hat sich dann den Hang hochgezogen und hat hier halt alles ziemlich gebrannt. Die haben das hier wie so eine Art Mahnmal genau auf dem Wanderweg auch stehen gelassen. Da sieht man mal hier im Kieferngebiet im Sommer ist es halt sehr, sehr, sehr trocken und brennt halt auch sehr, sehr, sehr schnell. Da sieht man mal, dass man das Feuer vielleicht mal lassen sollte. In diesem Sinne, wir sind heute komplett feuerfrei unterwegs, werden aber nachher trotzdem warmes Essen haben. Und wie das funktioniert, das zeigen wir euch dann später. Ja, was hier krass ist, wir sind einen Mountainbike-Trail runtergelaufen. Also wahrscheinlich hier so ein selbst angelegter Mountainbike-Trail, wo die Leute auch wirklich viel fahren. Also echt krass. Und mich wundert es, dass da noch keiner einen Riegel zwischengeschoben hat. So restriktiv, wie die hier in der Eifel sind. Ne? So, wir sind angekommen. Aber wir sind hier nicht ganz alleine anscheinend. Also da hat jemand seine Jacke vergessen. Und irgendwie hat hier einer sein Fahrrad Sattelschutz vergessen. Hat den auf den Baumstumpf drauf gemacht. Ja, die Mountainbiker hier sind schon irgendwie crazy. So, ich habe mal das Hängemättchen aufgehängt. Das ist die Amazonas Gilted Matte. Gut, ich bin jetzt hier mit meinen Schuhen drin. Die sind aber sauber. Mit meinen 1,73 ist das gerade so funktional. Also kürzer dürfte die Matte wirklich nicht sein. Ich frage mich immer, warum diese Hersteller nicht einfach direkt richtig lange Matten herstellen. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Also ich hoffe, dass es irgendwann mal diese Kilted in XXXXXL gibt. Und dann wäre die eigentlich so perfekt für einen Einstieg. Weil man hat alles dabei. Ein Mückenschutz, das ist auch meine erste Matte, wo ich meinen Mückenschutz bei habe. Und ja, den Kilt ist direkt eingebaut. Das ist halt super easy. Man legt sich hin, das verschiebt sich auch nicht, das Ding.
Und für Sommernächte ist das vollkommen ausreichend. Hier hat man noch so eine, so Clips, dass das so ein bisschen auseinander geht. Hier eine kleine Ridgeline, da kann ich zum Beispiel von Ticket to the Moon diesen Ridgeline-Organizer dranhängen. Ganz easy, finde ich auch cool. Oh, eigentlich ein geiles Ding, vom Parkmaß her nur nicht so dolle. Ja, und so sieht das, dann sehe ich dann da drin aus, so ganz entspannt, ne? In der wundervollen Hängematte. Dietmar, was sagst du denn dazu? Stören, dass ich so immer nur in einer Schräglage drin liegen muss. Und da ich beim Mittagspause überhaupt kein Problem, aber nachts beim Schlafen wäre ich ein Wühlbär. Ja. Das finde ich dann nicht so. Genau, das Besondere bei dieser Matte ist halt, diese Isolierung geht halt so quer rüber. Und man muss sich so schon vorher so ein bisschen festlegen, wie man jetzt schlafen will. Also auf welcher Seite. Und klar, wenn man jetzt hier sieht man das an der Naht ganz gut. Hier, ne, gilt es da. Hier oben in dem Bereich ist zum Beispiel kalt, sozusagen. Ne? Was aber nicht schlimm ist, weil viele sich dann halt unter dem Kopf oder so ja eh immer noch eine Jacke oder sowas packen, da geht das. Das geht aber allerdings bis hier oben hoch. Also man liegt. Warte, ich drehe das mal um. Man liegt da schon, hier seht ihr das. Das hier, da. Man liegt schon genau drin, wenn man das richtig macht. Aber was Dietmar gerade meinte, wenn man sich so ein bisschen verlegt und dann zum Beispiel aus Versehen in die andere Richtung kommt, hat man kalte Füße und einen kalten Kopf. Und einen kalten Rücken. Nee, Rücken eher tatsächlich nicht, Dietmar. Mit dem Rücken liegst du ja noch richtig. Du drehst dich ja nur. So Beine und Kopf sind das Problem. In der Mitte ist alles cool. Alles warm. Soll jetzt ja auch kein Werbevideo werden. Hier kann man alles schön auf und zu machen und dann kommt man auch wieder raus aus dem Ding. Ja. Ich finde es für den Einstieg, wenn man jetzt nicht über 1,75 Meter groß ist, ist das schon, kriegt man schon recht viel. Da habe ich ein bisschen verrutscht, da habe ich keine Runde gekriegt. Als du dann nicht richtig gerade. Ja. Ich dachte immer, was bist du fröhliche Schwitzen jetzt mit dem MD4, ne? Ja, ja, klar. Also hast du dich ganz gerade in der Matte gelegen, was? Nee, ich habe auch schon schräg gelegen, aber irgendwie bin ich verrutscht, irgendwie saß. Ja, es geht ganz schnell. Ne, oder, bin ich wach geworden, weil es kühl wurde. Oder man hat halt vorne, wenn du jetzt ein normales Kilt hast, hier vorne, hat man ja immer ein Loch. Ja. Und wenn sich das ein bisschen verschiebt und der Wind genau reinpfeift, ist die ganze Isolationswirkung einfach weg. Passiert, ja. Das ist eine Summe aus allen möglichen. Genau. Eine Summe von vielen kleinen Fehlerchen. Ja. Vor 5 Grad geht der. Also ich würde sagen, das hier geht bis 10 Grad. Das hier? Nö, das ist schon sehr warm am Rücken. Ich würde sagen, das ist jetzt sogar schon zu warm. Also gut, ich bin es nicht gewohnt in der Form, aber. Ja, okay. Ne? Hier sieht man jetzt ein bisschen dieser helle Bereich ist der Kilt. Ne? Verarbeitung ist natürlich top, also für den Preis jetzt. Ne? Ist natürlich kein Wabonet, aber klar. Wie gesagt, bisschen kurz. Man kann sich dazu diese wunderschöne Aufhängung holen, die man dann halt hier so sich hinfrickelt. Und was hier auffällt, man muss hier so einen Faden dran machen, dass wenn es regnet, das vorher rausgeht, weil sonst läuft das hier schön in die Matte rein und dann zieht sich das in das. Also das wird dann kalt, nass. Genau, bei den Moonstraps von Ticket to the Moon ist das besser gelöst, muss man ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wenn man das jetzt, ja, wenn man es jetzt andersrum macht, weiß ich nicht, ob das was bringt. Ich glaube nicht, ne? Was? Es könnte gehen, ne? Weil hier noch dieser Schutz zwischen ist. Wenn der Regen angesagt ist, gehört dann Paracord als Topfleiter. Ja, Paracord und Schnürchen einfach hier oben hin, ne? Und dann geht das runter. Ja. Ja, nö, ich finde das aber so insgesamt schon ganz geil. Na, war ein bisschen lustig, wie man das hier macht. Hier sind so kleine, ja, da sieht man so Pinökels drin. Mit dem spannt man im Prinzip diese Innenritschlein, dass dieser Abstand hier, also im Prinzip dieser Abstand von diesen Stäben, also ist jetzt in dem Fall sogar noch nicht mal richtig gespannt, sondern muss man noch ein bisschen nachlegen. Vielleicht auf der Seite, wo man am meisten liegt. Dann kriegt man halt auch ein bisschen Raum wieder rein. So. Ja, und so hast du jetzt noch ein bisschen mehr Raum geholt und es ist schön gespannt. Ich finde das ganz gut.
ist jetzt nicht die schlechteste Matte, die ich hier hatte. Ich habe natürlich hier das Ganze ist noch wirklich brandneu. Ich habe das vergessen abzumachen, die Anleitung. Ja. Was schreiben die? Ah, guck mal, Dietmar, die ist auch wirklich nur 2,75. Ne? Also 2,75 und dann über 5 Grad Komfort, also Komfort ist 5. Ne? Ja, war ne? Also meine Idee wäre wirklich, wenn man es jetzt sicher gehen will, einfach noch einen anderen leichten Kilt drunter setzen und dann hat man noch mal ein paar Grad rausgeholt, ne? Und das selbst im günstigen Setup. Der von Van Hyres, ich glaube 70 Euro, das ist so ein Sommerkilt. Den runter und dann bist du auch. Ja, noch ein, zusätzlich. Ne? Ja. Und frühes Frühjahr. Ja, würde ich auch sagen, da kommt man schon so ab März raus. Das ist schon ganz cool. Ganz cool. So. Mal gucken. So, jetzt habe ich den Ridgeline Organizer angebracht und musste dazu hier den Knoten lösen und dann habe ich das einfach durchgeschoben. Ja. Ist der Ridgeline Organizer von Ticket to the Moon. Den gibt es inklusive einer Ridgeline. Inklusive, mal gucken, solcher Karabiner. Und da, die werden normalerweise hier oben eingespannt. Stück. Mir sind so ein paar Sachen aufgefallen, als ich mich jetzt noch mal reingelegt habe. Diese Ridgeline hier, oder wie man das nennen soll, mit dem Organizer hängt halt sehr weit runter. Das heißt, hängt mir quasi im Gesicht. Und dann dachte ich, irgendwie ist das komisch. Hier dieser Bereich ist halt irgendwie nicht wirklich optimiert. Und dann dachte ich, kann man die nicht höher hängen? Hab einem Kumpel angeschrieben, der sagte, nee, das ist so ein allgemeines Problem von diesen Matten. Und ja, das ist wirklich ein Problem von den Matten. Also man hat nicht die Möglichkeit, hier eine richtige Ridgeline durchzuziehen, die einem im Prinzip immer den gleichen Winkel bietet. Man muss halt quasi jedes Mal das Ding neu ausrichten. Und das hier drüber ist tatsächlich nur dafür da, um ein bisschen Raum innerhalb der Matte zu schaffen. Und also das waren jetzt auch, glaube ich, genau die Worte, die mein Kumpel da genannt hat. Und meine Idee wäre jetzt gewesen, man hängt das Ganze halt deutlich höher auf. Ne? Was ich aber auch vermute, warum hier so viel übrig ist, ich habe ja jetzt so ziemlich den, ich glaube, perfekten Winkel, also den ich sonst immer nehme, genommen. Das entspricht aber nicht dem, wie die das normalerweise aufbauen würden. Die würden die Matte viel flacher abspannen. Dadurch kommt hier eine Spannung rein, was dann aber der brasilianischen Liegeweise überhaupt nicht entgegenkommt. Ne? Auch wenn das der Kilt so aufgenäht ist, wird es dann wirklich ein bisschen schwierig. Insgesamt bin ich jetzt, es ist schon irgendwie cool. Das wurde aber, ich habe ja auch in dieser Ticket to the Moon Pro Hammock mal gelegen mit dem Mückennetz. Da haben die es irgendwie besser hinbekommen. Ja? Deswegen, da gab es auch keine Spreizer und so. Das war irgendwie anders gemacht. Ich wollte euch das nur mal sagen, weil es ist ja nicht immer alles Gold, was glänzt. Ne? Und ich würde auch niemals jemanden raten, der über 1,80 Meter ist, in diese Matte zu legen. Also für mich ist sie super, also von der Größe her. Darin kann ich mit Sicherheit gut pennen. Aber ich glaube, so Menschen, die ein bisschen größer sind, haben da keine Freude dran. Und ja, jetzt hoffe ich, dass ich das so... Also ich glaube, im Normalfall könnte man jetzt hier, wenn man jetzt noch eine
Ridgeline für einen Tarp oder so hat, könnte man das dann ein bisschen hochziehen. Ne? Optimierungsbedürftig, würde ich sagen. Aber wie gesagt, man hat keine Ridgeline, die einen immer den gleichen Winkel bietet, was nicht. Also strukturelle Ridgeline, so sagte der Matthias. Ja, in diesem Sinne, ich werde auf jeden Fall weiter Feedback dazu geben. Jetzt setzen wir uns erstmal hin und trinken nicht Pisse, sondern Multivitamin. Ja, so, jetzt hier schon den schönen Tag verbracht. Kuriosum da am Baum entdeckt. Der Baum trägt irgendwie noch so gelbe, große Blätter. Alle anderen sind grün. Keine Ahnung, warum das so ist. Vielleicht irgendwie so eine Unterversorgung da von einem Ast oder so. Ist jetzt nur so eine Vermutung. Aber ich bin ja, kenne mich damit nicht so aus. Aber falls da jemand draußen ist, der sich mit sowas auskennt, kann er mir ja mal sagen, was das ist. Das sind so herzförmige, also 5 cm große Blätter ungefähr. Ja, ich habe eins am Boden gefunden. Dahinter fängt aber das Naturschutzgebiet an. Da wollen wir natürlich nicht hin. So, ich gehe jetzt hier auf sicheren Wegen wieder zum Platz zurück. Und dann gucken wir mal, was der Tag noch so bringt. So, jetzt. Klappe, Peng. Erzähl mal was. Amerikanischer Beutel? Das ist hier von einem MRE, Meal Ready to Eat, ein Hähnchenbeutel. Und hier ist das Futter drin. Das wird sein Nudeln mit Vegetables, also Nudeln mit Gemüse. Irgendeine Paste. Okay. Übersüßte amerikanische Pampe. Also in diesem Beutel packt man im Prinzip Wasser rein. Genau, do not fill, overfill, also bis zu diesem Level hier. Und dann? Der File two lines, do not overfill, hier zu dem hier zu gehen. Okay, und dann packst du das, den Beutel da rein, machst das oben dicht und wartest 10 Minuten. Und dann packst du das da ein. Dann kannst du schon mal fühlen, ob das warm wird. Ja, dann bin ich mal gespannt. So, das kommt hier in unseren Mülleimer. Das ist natürlich pure Chemie, so mit Nachhaltigkeit und so. Ne? Das ist ja nichts. Kann man mal ignorieren, aber da wir hier in einem Kiefernwald sind, ja, das ist das Anmachen von Feuer deutlich schlimmer. Wir nehmen den Müll natürlich mit. So, das machen wir dann mal anders. Jetzt will ich mir mal ein Schluck Wasser. Schütt dir das am besten in dieses. In diesen Becher da ein. Genau, den Rest kannst du da wegtrinken. Ups. Ja, das holen wir dann lieber raus. Na, so ein Ding hatte, glaube ich, der Daniel auch mal dabei. Ich habe nicht genau geguckt, ich hab nur das Ergebnis gesehen. Wird in den amerikanischen MREs und in den polnischen MREs wird dann auch verwendet. Ja. Die polnischen MREs steht natürlich dann alles in Polnisch drauf. Also wer da Sprachkenntnis hat. Aber der Strich ist der gleiche unten. Ich habe mir das ernsthaft noch nicht angeguckt, wie das aussieht. Okay, ja, dann bei der nächsten Tour dann. Do not overfill, ne? Ja, ich schon. Und? Ich schon overfilled. Ist schon overfilled. Mann, oh Mann. Jetzt bist du am Rand, ne? Jetzt bin ich unten am Rand. So, wird das, und dann spült man das jetzt schon oder braucht das ein bisschen? Oder? Das braucht jetzt schon ein bisschen. Okay. Jetzt kommt dieses Pouch mit dem Essen da rein. Ja. Das ist Kochen für Anfänger, ne? Passt gar nicht richtig rein. Oder macht man das erst rein und dann das Wasser? Nee, ne? Ja, wäre vielleicht geschickter gewesen. Was steht denn auf dieser Anleitung? Mach ich gleich den. Ja, da steht drin erst. Ja, das wird jetzt warm da unten, oder? Ja, man merkt schon, dass es warm wird. Okay, also gleich bei meinem, meistens übrigens nicht von amerikanischen MRE, sondern von Forest irgendwas. Von einer ganz
nicht-militärischen Firma. Aber ich vermute, die Technik wird die gleiche sein. Ja, läuft, ne? Cool. Dann warten wir mal, ne? Dann mache ich meinen mal fertig. Oh, also auch hier erst ist das Essen rein. Heating Satchet unten. Da ist halt so ein Kissen drin. Ich mach hier auch mal was rein, damit das einfacher wird, ne, als aus diesem Boden. Ja, alles klar, super, danke. Water, 60 Milliliter. Weg, wieder zumachen. 12 Minuten soll man warten. Okay. So, dann machen wir das mal, ne? Okay, also reißen wir mal auf das Ding. Ich pack das hier in unseren Mülleimer. Mülleimer, wir sind ja artig. Ja, wir müllen nicht rum. Nee, wir müllen nie rum. Wir nehmen eigentlich immer auch was mit, was so rumliegt, ne? So, ist das zweiseitig? Nee, ist einseitiges Pad. Okay. Bei dir war es zweiseitig, oder? Ja, das ist wie so ein Fließ, wie so ein, ja, ähnlich wie so ein Kaffeepad, so fettartig. Ah ja. So, dann nehme ich dieses, was ist das? Forestia, keine Ahnung, Forestia Fusilli al Duo with Chicken Bolognese Grand Banana. Sind um die 450 Kalorien. Also eine kleine Mahlzeit. Ja, brennt hier nichts ab. So, und jetzt wird's spannend. Do not fill over this hier. Gucken wir mal, mein Englisch ist auch das Beste auf der Welt. Oh, das fängt an zu zischen. Macht richtig Geräusche bei mir. So, und dann muss ich das. Ui, das ist aber. So, und wie funktioniert das jetzt? Das muss man. Ja, bei dem OMS ist eben halt hier so ein Karton dabei. Ah, den habe ich zu Hause gelassen. Ich dachte, das wäre nur so ein fucking Unfall. So, jetzt hier, Lifehack. Ja, und jetzt senkrecht hinstellen. Senkrecht. Zack. Ja, dann stellen wir das mal hier hin. So, noch mal ein bisschen. Alles klar. Abgefahren. Jo, 12 Minuten, Timer läuft. Das kocht so richtig, hier das Wasser. Ja, meinst du es? Abgefahren. Tja, na, schauen wir mal. Bin mal gespannt. Das macht einen Lärm. Hört ihr das? Ah, Dietmar, brauchst du noch ein bisschen? 10 bis 15 Minuten steht bei mir drauf. Ja. Oh, das riecht echt sehr chemisch. Oft werde ich das nicht machen, wenn ich ehrlich bin. Ah, es fällt mir noch was ein. Es gibt noch so eine, ich glaube, finnische Firma. Die macht auch schon seit Jahren diese Kilted Hängematten. Also es ist keine neue Idee von Amazonas. Das habe ich schon vor bestimmt 4 Jahren auf dem Hängematten-Treffen. Also keine Innovation, aber ist natürlich schön. Damals beim Hängematten-Treffen war diese Matte ziemlich klein, also war eher für Kinder geeignet. Jetzt etwas für Erwachsene zu machen, die so 1,75 Meter maximal groß sind, macht ja Sinn. Ah, wir werden sehen. Das war eine Viertelstunde da drin. Viertelstunde, ja. Sieht ein bisschen aus wie Moppelkotze. Bist du sicher, dass du das essen möchtest? Ja. So wie Babyschleim oder so. Ich hab selbst. Versorgen wir jetzt mal ein eigenes Messer. Ja, dann versorgen wir. Boah, und riechen tut's wie Hundefutter. Das ist. Jetzt ohne Scheiß, das riecht 1:1. Ich hab das schon mal gegessen, das fand Dosen ich Hundefutter. Das sah schlimm aus. Eieiei. Krass. Dann gucken wir mal. Dietmar, also ganz ehrlich, das ist eine Zumutung für die Soldaten, die das essen müssen, oder?
Na gut, besser als nichts wahrscheinlich. Das ist die Nahrung, die man dann im Dunkeln isst. Ja, und? Es ist kalt. Ja, und schmeckt's? Es ist kalt. Wir haben halt kein Feuer gemacht. So, ich guck mal bei mir, bevor es kalt wird. Also es schmeckt besser, als es aussieht. Okay, das ist schon mal gut. So sieht das jetzt bei mir aus. Bei mir scheint das so gut geklappt zu haben. Also es ist ziemlich warm. Ich habe es gerade mal so ein bisschen hin und her gedingst. Ja, habe ich schon. Und ja, mal gucken, ob das so lecker aussieht wie das vom Dietmar. Ja, und natürlich Leave No Trace, ganz klar. So sieht's bei mir aus. Ja, kann man machen, ne? Ich probiere das jetzt mal. Zu dokumentieren? Ja, klar, hier wird heute alles dokumentiert. Dann ist auch bei Carinthia gibt es nur 3 Schlafsackhöhlen. Klein, mittel, groß. Den kleinen für den Tropen und den Underkill. Und dann für einen für den D4 und dann einen für den dicken D6. Egal, was sie da reinpacken. Ja, und das ist im Prinzip den gleichen, habe ich nochmal in beige für den Tropen. Für den Tropen, ja. Ich finde das riesig. Also das ist ja jetzt ungefähr die Größe meiner Hängematten-Kilt-Dingsbums. Ist das ja auch ist in der Größe. Das ist der HQU. Ja, Quilt. Da, kannst du die Kamera draufhalten. Ja. HUQ180. Genau. Also 1,08 Meter. Für Menschen mit 1,80 Meter. Das ist die gleiche Füllung, die auch in den Schlafsäcken drin ist. Eine Kunstfaser, also keine Daune. Und wiegt ein halbes Leben. 1200 Gramm, ich weiß es nicht auswendig. Ich weiß es nicht auswendig, wie viel. Aber natürlich hier Total Weight 800 Gramm, aber ich glaube, ja, okay. Ist nur die. Ist auch Sommer-Setup, ne? Also. Ja, also bei plus 5 Grad merkst du schon langsam. So, jetzt muss ich jetzt hier aber ein bisschen. Okay, wird. Also musst du aushängen oder? Nee. Nee, das muss auch so gehen. Musst du einfach einhängen. Ja. Ja. Ah, okay, beide Seiten. Ja. Ja, würde immer mehr in einem Karabiner jetzt, wo die Ridgeliner drin hängt. Ich würde die Ridgeliner richtig festmachen, ohne die Karabiner, die da sind. Und dann hier an dem Dockbone befestigen. Ja. Wie lange schläfst du jetzt schon mit Underkill? 3-4 Jahre. Nee. Echt? Ist das schon so lange jetzt? Krass. Ich meine, Hängematten trifft 2 hatte ich den schon, den Underkill. Die Hängematte da rein. Und fertig. Mhm. Bin ich schon fertig? Schon fertig. Siehst du die nicht an den Seiten fest oder so? Oder ja, durch? Hier, guck an. Hier. Warte. Ah, nee, okay. Die sind? Ja, das ist gut. Das ist gut. Mhm. Ja, cool. Keine Luft, die durchgeht. Ich einmal eingestellt. Mhm. Gibt es ein sehr schönes Video vom Julius Buttonfeld, wo der den vorstellt. Gibt ganz wenige YouTube-Videos über diesen Underkill. Oh, kann ich ja unten verlinken. Aber die ganzen Abspannlein hat Julius noch gemoddet. Okay. Ja. Ich komme damit super gut zurecht. Hier hinten auch die Öffnung hier beim Schlafen hier ist dicht, aber nicht stramm, weil stramm darf auch nicht, da kann man sich da drin nicht mehr bewegen und wenn das Loch zu groß ist, fließt natürlich kalte Luft ein. Ja, ich bin mal gespannt. Ja. Ja. So, und wenn ich das möchte, habe ich noch S-Beiner und kann mir dann im Winter oben zumachen. Ja. Noch zumachen, habe ich einen Kokon. Dann hole ich da noch mal locker Grad raus oder auch dann Faultschicks, weil ich bin so ein Wühlbär. Ja, das Ding ist natürlich, wenn du das jetzt zusammen machst, dann kannst du nicht mehr so schön seitlich liegen. Ne? Geht Brasilien auch. War's geht dann. Auch. Aber brasilianisch wird, wenn ich die noch zumache, wird brasilianisch ein bisschen. Hast du aber bei allen Kokonen, also bei den normalen Kokonen ja auch das Problem, wenn du jetzt zumachst. Ja, aber kannst ja wirklich hier mit den beiden. Ich glaube, das ist. Sehr individuell. Wir gehen hier ganz klar über die Anfängerphase raus. Einfach zu sagen, so, wie mache ich das? Ja, ist gut. Preislich liegt der bei. So.
120, 130. Ja, dafür, ich finde die Qualität. Also, es ist halt die gewohnte Carinthia. Qualität, ne? Natürlich eine super Sache, weil die Kunstfaser ist natürlich da nicht ganz so empfindlich. Ja, weil du hast das Problem bei einem Gilt von der Hängematte sowieso nicht so, weil die in der Luft hängt und in der Regel nicht auf dem Boden. Deswegen Frank, kannst du auch eine Daune nehmen. Frank hat Wovonet, Daune. Ja, ja. Ist ja sehr mit zufrieden. Ja. Aber das ist ja das Schöne, der eine hat das so, der andere hat das so. Ja, und mir ist das alles noch zu teuer. Kommt ja Gott sei Dank in der Szene ganz so gut wie nie vor, dass so ein Gierneid entsteht. Nein, überhaupt nicht. Man will einfach nur alles haben. Man guckt immer noch mal, was hat der Kumpel, oder wenn jemand neu dazukommt, dann man tauscht sich da aus über Gier. Und ja. Ich mag diesen, also bis... Plus gerade schafft. Ja, das ist super. Dazu verwende ich ja noch den Downshaftwerk von Warm Peace, den Viking White. Ach, das Ding, was du, ja. Da verwende ich Daune. Das schuldet aber nicht, dass ich, Daune ist erstmal angenehmer vom Schlafkomfort, schuldet aber auch das kleine Packmaß, was dann natürlich im Rucksack wieder ein bisschen angenehm ist. Ich liebe Daune. Ich schlafe nur in Daune. Ja. Ja gut, ich brauche mal. Ich muss mein Glory Hole endlich mal abschaffen, Dietmar. Mein Glory Hole, also hier Defense 4 allgemein 2 in meinem Fall, habe ich ja immer noch als drei, also als quasi Herbst und Frühjahr Setup. Aber ich habe immer mein Tippi-Treff, meine Adi-Tüte. Da hatte ich letzte Mal den D4 mit. Ja. Da sind wir aber auf 0 Grad runtergegangen und da war Bodenschläfer. Ja, aber da war's auch warm, ne? Nee, 0 Grad. Nein, ich meine warm mit dem D4. Ne? D4, doppelte Isomatte, bei viel, auch nachts strömender Regen als Bodenschläfer. Da hast du wieder deinen super Aufbau gemacht. Den Tarp im Diamantform aufgebaut, also mit offener Tür quasi. Na, vielleicht kannst du das ja irgendwann nochmal zeigen. Doppelte Isomatte und den D4 dann als Hoodie benutzt, also komplett drüber. Mhm. Und nach Klamotten hatte ich einen Hoodie, also mit Kapuze, weil... Da geht viel Wärme drüber. Da geht Wärme weg, auf jeden Fall. Ja, kannst du morgens immer schön klatschen. Ich habe das aber auch das Problem. Ich habe so ein Nest oben auf dem Kopf. Ich habe keinen Schlauchschirm mit. Ich auch nicht. Ich habe auch keine Jacke mit. Ich habe auch keinen Schemack mit. Eieiei, das ist richtig Survival hier. Ja, jetzt muss ich mir dann aus meinem Oberhemd muss ich mir dann irgendwie einen Kopf warm. Ich nehme meine Unterhose, meine Ersatzunterhose und ziehe mir die über den Kopf. Sieht scheiße aus, ist aber eine coole Idee. Ich probiere es auch. Nein, mache ich nicht. Feigling. So, es wird abgebaut. Ich hatte eine recht kalte Rückennacht. So wirklich viel hat dieser Undercut nicht geholfen. 9 Grad hatten wir es in der Nacht. Also ich würde sagen, so ab 10 Grad kann man das Ding benutzen. Dietmar schläft noch, deswegen bin ich jetzt noch leise. Ach nee, da hinten bewegt sich schon was. Ich glaube, der knüppelt sich gerade ein. Ach ne, der spielt an dem Ridgeline Organizer rum. Ja. Ja, mal gucken. Mit dem Moonkind bin ich besser klargekommen, muss ich sagen. So, damit ihr eine kleine Vorstellung von dem Packmaß hat. Das ist schon ganz ordentlich. So richtig passend zum Ultralight Setup ist es auf jeden Fall nicht. Ja. Ich werde es noch ein paar Mal probieren. Und dann kommt er vielleicht auf eBay oder so. Falls jemand Interesse hat, soll er Bescheid sagen. Ja. Moin Dietmar. Moin. Wie hast du geschlafen? Es war kalt heute Nacht. Von 3 bis 5 habe ich wirklich geschnattert hier. Aber echt, ich hatte auch einen kalten Rücken in diesem Kilted Dingsbums. Und dann hat so einen kalten Rücken oder kam von oben die Kälte? Nee, mehr rechts Schulter dann. Ah ja.
Aber ja, überhaupt kalt. Also Füße sind immer noch nicht ganz. Und jetzt habe ich mir dann noch mal diesen, so um 5 Uhr diesen Kokon hier gebastelt. Naja, du liegst auch wirklich wie so eine Banane. Dann hast du hier an der Seite wenigstens ein bisschen. Ah, dann der Schlafkomfort ist ein bisschen weg, weil du nicht mehr so gerade liegst, ne? Aber gut. Nee, das ist klar. Also Kokon geht zu Lasten von gerade liegen. Aber man kann nicht alles haben. Ja, vor einem Jahr standen hier noch ein paar Bäumchen mehr. Echt tragisch, ne? Echt krass. Ja, Leute, es geht mal wieder eine schöne... Wir haben natürlich nicht dort übernachtet, wir waren im Hotel. So, aber irgendwie... wir waren im Hotel und haben natürlich gestern Abend, bevor es die Dämmerung kam, unsere Zelte... Ach nee, die Hängematten abgebrochen. Und heute Morgen sind wir extra wieder in den Wald da an die Stelle gegangen. Es ist wirklich außerhalb des Naturschutzgebietes. Und haben unsere Hängematten wieder hingehängt und haben erstmal Müsli-Riegel gegessen. So. So war das. Richtig, Dietmar? Ja, ja. Du weißt schon, was ja heißt, ne? So, also macht's mal gut. Ich hoffe, dass der kleine Ausflug hat euch gefallen. Wenn ja, ihr kennt dieses ganze Prozedere mit Daumen, Glocke und ihr könnt auch mal an meiner Glocke bimmeln. Also macht mal da die Glocke an und dann kommt in Zukunft ein bisschen mehr Zeug. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Aber das war halt über, jetzt ist der weg.